Was verstehst du schon davon? Was versteht ihr alle davon? Es muss geritten werden. Es muss! Und wenn der Himmel einstürzt, es muss geritten werden. Wozu? Wozu, Mann? Für Deutschland. Müller, Müller, mal er die Mädchen grünen Taler. Im Krieg war ich. Im Russlandfeldzug. Die Buben kriegen Reiterpferd. Ich bin der Kommentator. Ganz weit vorne bei Jaroslav. Und als dann 1955 die neue Wehrmacht aufgebaut wurde, da war ich auch dagegen. Aber Schaden tät dir es nicht. Das sind deutsche Soldaten 1939. Faschisten. Das ist ein deutscher Soldat 1977. Er hat 519 russische Panzer abgeschossen. Im Krieg, versteht sich. Heute haben die Russen ca. 20.000 Panzer. 20.000 geteilt durch 519 ist gleich 38,535645. Wenn wir also 38,535645 Soldaten wie Rudel hätten, könnten wir uns große Teile der Bundeswehr ersparen. Von dem Geld könnte man dann endlich mehr Lehrer einstellen oder Kinderheime und Altersgärten bauen oder den Nulltarif für Bahnhofsklos einführen. Mein Name ist übrigens Dummerle. Alexander Dummerle. Der wird auspeitscht. Ich bin's wohl. Helmut, du sollst heimkommen zur Zitterstunde. Scheiße! Was denn? Schau, dass heimkommst zur Zitterstunde. Ja, wen haben wir denn da? Der Dings. Was war gut an Adolf Hitler? Alles. Das Einzige, was mir da dran gefällt, dass er die Autobahnen gebaut hat. Das ist Adolf Hitler. Er baut gerade die Autobahnen. Dies hier ist die Schlacht von Sedan. Im letzten siegreichen Krieg, also 70, ohne 70. Sie sind schwanger. Was ist das denn? Das ist unser Nachbar. Der schlägt mal wieder seine Frau. Das sollten Sie mal filmen. Und, wie gefällt Ihnen der Film? Ja, etwas chaotisch ist das schon. Ja. Machen wir an dieser Stelle weiter. Dankeschön.